Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sense Survivor wieder hier. Und ja, hallo Scheppi. Und ja, ich glaube, ich muss ein bisschen was zum Video erklären, mich bei dir erstmal entschuldigen dafür. Ich wollte dich keinesfalls da so in ein schlechtes Licht rücken. Aber um was geht's hier eigentlich? Es geht um ein Video, das Schepperfeuer hat streiken lassen. Ein Video von mir bei YouTube ist jetzt weg. Wie kam es überhaupt dazu? Nun, ich hatte Schepperfeuer eine E-Mail geschrieben, eine höfliche, nette E-Mail, in der ich ihm ein bisschen sowas über mich erzählt habe und was ich so mache, wer ich bin und so weiter. Und dann gefragt habe, ob er Lust hat, mal ein paar Runden COD mit mir zu zocken, ein bisschen zu quatschen über das Spiel, über Activision und so weiter. Hätte ich mir gut vorstellen können. Als Antwort kam halt eine E-Mail, die ja ein bisschen respektlos war. Es gab kein Hallo Senseless, es gab kein Tschüssi oder liebe Grüße Schepperfeuer. Es ging direkt los und sinngemäß, ich war halt der erste Mensch, der es geschafft hat, in 3 Jahren ihm auf sein Business-E-Mail-Konto eine Anfrage zu schicken, ob wir zusammen zocken können. Das fand er nicht mal lustig, das fand er einfach nur frech, daher lautete seine Antwort nein. Über diese E-Mail war ich natürlich selbst wieder sehr erbost und habe dann halt das Video gemacht, was eigentlich recht lustig war, fand ich. Es hat Schepperfeuer allerdings nicht so geschmeichelt, war jetzt aber auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja, und dann hat er es halt streiken lassen. Jetzt versuche ich halt die Wogen ein bisschen zu kletten, dass man es falsch verstehen könnte. Das war nicht meine Absicht. Ich glaube auch nicht, dass es allzu viele Leute gab, die das falsch interpretiert hatten, die wirklich geglaubt haben, dass du das so gesagt hast oder getan hast. Das war halt nicht so, liebe Leute, das war halt alles zusammengeschnitten, von mir aus dem Kontext gebracht. Das hat Scheppi so niemals gesagt oder getan, Gottes Willen. Zumal ich hatte dann auch noch den Link zum Originalvideo drunter gepackt, also Missverständnisse wollte ich hier eigentlich nicht verursachen oder hervorrufen, und ich hatte eigentlich gehofft, dass das jeder so sieht und versteht, dass es halt ein lustiges Beef-Video war, was es nun mal war. Ich denke einfach, wir zwei haben uns auf dem falschen Fuß erwischt, unter einem schlechten Stern sozusagen. Und ich erkenne auch so, ich meine, ich kenne dich ja nun schon eine Weile und habe dir schon eine Weile zugeschaut, deine Streams angeschaut oder deine Videos auch kommentiert und geliked natürlich. Kenne ich dich schon, und ich denke, wir sind uns in manchen Dingen gar nicht so unähnlich. Ich reagiere manchmal auch impulsiv sozusagen, wie damals auf den Kommentar von Jon Snow unter meinem Video, dass ich die Zähne auseinander machen soll beim Reden. War ich auch angepisst im ersten Moment, und im zweiten Moment habe ich mal kurz drüber nachgedacht, bin in mich gegangen und dachte mir, ja, der Mann hat absolut recht, und seitdem versuche ich halt auch da ein bisschen an mir zu arbeiten. Bezüglich der Zähne auseinander machen und halt vielleicht nicht gleich so über zu reagieren. Hat bei uns beiden, glaube ich, auch nicht so gut geklappt. Ja, ein anderer Punkt, wo wir uns ähneln, ist halt auch deine Meinung zu manch freizügiger weiblicher Streamerin. Hatte ich auch vor einiger Zeit, ich denke schon, ein recht humorvolles Video gebracht, was so meine Meinung auf den Punkt bringt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch daran. Thank you, thank you, thank you. Ja, aber nun zurück zum Video. Natürlich hast du das Recht, als Content Creator sozusagen das Video streiken zu lassen. Du bist auf die Teile, die ich da benutzt habe, ja der Urheber, und du hast das Urheberrecht. Meine Entschuldigung ist eigentlich, ja, Entschuldigung, es ist, dein Video geht 42 Minuten, ich habe 112 Sekunden aus deinem Video benutzt, um das zusammenzuschneiden, das entspricht gerade mal so 4,4% von deinem Content, den ich verwendet habe, ist jetzt nicht so die Welt. Ich denke mal, ich habe es auch so verändert, dass es halt nicht in Konkurrenz zu deinem Video steht oder stehen kann. Ich wollte damit auch nicht von dir irgendwas klauen oder so. Das ist halt, das liegt mir fern. Zumal, wenn ich sehe, wie manch ein Content-Creator den Content anderer Leute benutzt. Wir kennen ja alle die Reaction-Videos auf YouTube. Ich denke mal,
YouTube würde so in der Art gar nicht mehr existieren, wenn alle sich angepisst fühlen würden und alles streiken lassen würden. Erinnert euch nur an den Beef zwischen Gronkh und Unge. Die haben sich auch ordentlich gefetzt, aber es war doch ein gewisser Respekt vorhanden und niemand hat den Content des anderen streiken lassen. Man schätzt sich trotzdem und man respektiert die Arbeit, die dahinter steckt. Und ich denke mal, streiken gehört sich eigentlich nicht, wenn es nicht wirklich, wirklich absoluter Content-Klau ist. Und mit dem Content eines anderen Creators dort versucht wird, sich die Arbeit zu sparen und halt nebenbei noch leichtes Geld zu verdienen. Ja, und auch du, Shappy, bedienst dich in deinen Streams hin und wieder mal Content anderer Creator und zeigst dir auch recht ausführlich. Ist deine Sache, sei dahingestellt. Ich meine bloß, man soll da nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich eigentlich damit sagen möchte oder um was ich dich bitten möchte, Shappy, ist, dass du doch bitte das Video wieder, den Strike von dem Video aufheben lässt und damit auch meine Verwarnung bei YouTube, die ich habe, gleichzeitig kassiert die Urheberrechtsschutzverletzung. Wäre super nice von dir, würde ich mich riesig, riesig freuen. Ich denke mal, das Video ist so nicht schlecht. Das musst du auch zugeben. Steckt viel Arbeit drin, ist lustig. Ich weiß, es schmeichelt dir nicht unbedingt, aber vielleicht blicken wir ja in ein paar Jahren darauf zurück und lachen uns kaputt über unseren Beef. Und wer mich kennt, weiß, dass mein YouTube-Channel halt auch so eine Art Tagebuch für mich ist, in dem es ums Zocken geht, in dem es um ja halt auch zwischenmenschliche Sachen geht. Ich will ja nicht bloß zocken, ich will auch mit den Leuten reden, interagieren. Ich möchte neue Leute kennenlernen. Habe schon viele, viele super nette Leute getroffen und wäre schön, wenn ich dich wieder mit dazuzählen könnte, Shappy. Würde mir sehr am Herzen liegen. Wie gesagt, wäre doch cool, wenn wir den Streit, den Beef beilegen könnten, wenn du mein Video wieder entstreiken lässt, also reaktivierst und wir dann irgendwann sagen könnten, hey, guck an, wie blöd wir damals waren, wir zwei Vollidioten. Und am Ende haben wir uns aber trotzdem vertragen, alles ist gut gegangen, wir haben drüber gelacht und vielleicht zocken wir ja doch nochmal irgendwann zusammen. Also ich bin da nicht nachtragend oder so, Gottes Willen. Man streitet sich, man verträgt sich. So ist das Leben. So, abschließend noch. Ich glaube echt, Shappy, du bist kein übler Kerl. Zumal ich ja auch manches von mir in dir sehe, sozusagen. Und ich bitte dich, zeig mir und den Leuten, dass du halt ein Großer bist. Damit meine ich nicht deine Körpergröße von 1,90 oder dass dein YouTube-Kanal viel größer ist als meiner. Das steht außer Frage. Und sondern halt so deine innere menschliche Größe sozusagen, dass du halt zeigst, dass du über den Dingen stehst, dass du auch drüber lachen kannst, auch mal über dich selbst lachen kannst. Von mir aus mach auch ein Reaction-Video zu mir oder so, das sei dir erlaubt, nimm mein Zeug und schneide da was zusammen, wenn dir da Sinn danach steht. Ja, ach so, was ich noch sagen wollte, falls du dich dazu entschließt, das Video, den Strike auf das Video aufzuheben, werde ich es natürlich nicht monetarisieren. Ich will damit kein Geld verdienen. Wie gesagt, es steckt viel Arbeit drin. Ich habe 7 Stunden dran gesessen, das zu schneiden und mir auszudenken und den ganzen Bipapo hin und her. Ich will damit jetzt kein Geld verdienen. Es ist halt, wie gesagt, nur ein Teil meiner Geschichte und eigentlich auch jetzt deiner Geschichte sozusagen, weil es betrifft ja uns beide. Und wie gesagt, irgendwann blicken wir zurück und sagen, ach ja, da war ja mal was. Will ich damit kein Geld verdienen und ja, vielleicht klappt es ja doch noch, dass wir zwei zueinander finden und mal ein paar Ründchen zusammen zocken, egal was. Das würde ich dir überlassen, Shappy. Und ja, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, lasst es dir gut gehen, Shappy, bleibt alle gesund. Und ich blicke mal voller Zuversicht in die Zukunft und wir werden sehen. Vielleicht überrascht du mich ja, Shappy. Und die Leute. Würde mich riesig freuen. Bis dahin. Tschüssi.